Erstmal ein Startbild. Oh, mein Name ist riesig. Eieieiei. Er ist wie. Oh. Oh, Aslan! Aslan ist noch größer als ich, aber das ist. Ja, wir spielen Crusader Kings 2. Großartig. Okay. GPI for PS4 heißt eigentlich Gerd. Gut. Was wollte ich tun? Ich habe Krieg geführt. Ich könnte mir das Rogaland noch holen. Einfach ob der Schönheit. Ob der Schönheit? Ich glaube, es ist das Buch über die Golems. Zweiter Teil über Währung. Das erste ist Abgepost, das zweite ist Schöne Scheine. Und ich glaube, in Schöne Scheine, da bekommt Ankh Morpork ja quasi eine Golem-Armee. Und sie reden darüber, warum das eigentlich gar nicht so cool ist, weil sie wollen gar keine Golem-Armee, weil Ankh Morpork bisher die Kriege halt dadurch gewinnt, dass sie alle anderen Kriege finanzieren. Und dann die jeweiligen Armeen feststellen, dass Ankh Morpork sie bezahlt. Und dass sie deswegen Ankh Morpork nicht angreifen können. Ja. Guck mal, Prutenia. Ja. Was ist ein heiliger Krieg, ne? Was haben die denn für einen Glauben? Hm? Ruf, oh, davon gibt's so gut wie niemanden mehr. Das stimmt. Krieg das ist natürlich ganz geil. Klick den Kerl mal an. Hat 3 Pakte. Alles nicht Angriffspakte, also egal. Er selbst hat 1200 Mann. Das ist ja schafflich. Muss halt daran denken, du kämpfst dann auf heidnischem Land. Mhm. Das hat den Nachteil, dass du ganz wenig Nachschub hast in den Ländern. Also, sobald du da über, sagen wir mal, so 600 Truppen oder so, und darüber wird dann eigentlich alles richtig, richtig kaputt. Ich will gerade mal gucken, ob ich noch irgendwas Größeres fressen kann. Alter Schwede! Das ist nicht so schlecht, ne? Aber er würde den Großkönig von Großpolen noch mit da reinholen. Der ist, glaube ich, groß. Dabei ja auch, ne? In jedem seiner Kriege. Der große heilige Krieg um Rus. Oh, Rus ist doch dieses Riesenland eigentlich. Gehen wir auf die Jure-Königreiche. Ja. Das wäre natürlich eine schöne Sache eigentlich, ne? Oder Litauen. Sind das schon Christen? Ne, das sind auch diese Romuvan. Romuvarane. Romuvarane? Das ist doch Walter Mörs. Stimmt. Oh ne, ich kann leider nicht ganz Litauen fressen. Weil es das wahrscheinlich noch nicht gibt, ne? Ja, wenn da keiner das gesamte Land hat. Aber das sind 3 Provinzen, die du da, glaube ich, auf einmal hast. Das wäre mit Russen natürlich noch geiler, ne? Ja. Aber es geht halt immer darum, was du selbst halten kannst, ne? Weil du hast nachher Leute da drin, die dich hassen. Obwohl, bei Heiligen Kriegen kannst du alle rauswerfen. Also alle Provinzen sind dann leergefähigt. Das ist gar nicht so schlecht. Ich müsste mal gucken, ich bin ja momentan gar nicht so mächtig. Nope. Ich hab auch gar nicht so viel Geld. Ich müsste mir von dir Geld leihen. Nee, ich hab auch selbst gerade noch nicht so viel Geld. Die Söldner sind noch zu teuer. Ich glaube, damit würde ich mich noch übernehmen, oder? Mhm. Also, glaube ich auch. Auch weil die ja auch Söldner kaufen können und so. Es ist schlauer, sich was Kleineres zu holen, wo du halt dann vielleicht auch auf lange Sicht die Provinz auch halten willst, ne? Weil was du dir jetzt holst und das kleine Provinzen sind, dann holst du sie ja nur. Oh, Livland ist voll cool. Und 2 Dreier. Ja, das stimmt vielleicht. Oh, das sind alles solche Sachen hier. Ja. Kannst du überlegen, was du bisher so hältst, ne? Und dann daran vergleichen. Ah ja, ich könnte komplett Estland. Oh, ich habe die Jura-Ansprüche. Weil aber du König bist. Ja, aber da kann ich dann nur einmal rein, ne? Ja, dann hast du wieder Friedensvertrag, das stimmt. Was ist der denn für eine Religion, der Kollege? Er ist Sumo-Ringer. Dann könnte ich mir halt direkt die beiden holen, ne? Oder ich hole mir erstmal Inge. Ich bin immer mit dem weißen Bart, mein Name ist Inge. Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Ja, ich schicke erstmal die Jungs hin. Ist eigentlich die. Also, können wir mal kurz über deine Erfahrung in diesem Spiel sprechen? Ja, bitte. Worüber möchtest du reden? Ich möchte darüber reden, dass deine Vorhersage war. Er würde sterben, ich weiß. Aber. Er stirbt nicht. Franz stirbt nicht, obwohl er depressiv, besessen und verstümmelt ist. Ich habe eine Enkelin gerade bekommen, sie ist krank zur Welt gekommen. Ich gebe ihr einen Krankheitsnamen. Der heißt Chlamydia. Okay.
Nee, ach so, nee, wir hatten das Problem ist, ich würde gerne ein Blot machen, aber Emil hat mich in einen Krieg genötigt. Ja. Und in der Zeit darf ich nicht bloten. Und währenddessen hast du selbst zwei Kriege begonnen. Ja, ja, aber die sind ja jetzt mittlerweile schon wieder vorbei. Also mein Krieg ist auch gleich vorbei. Ich sehe 99%. Ja. 99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister. Hielten sich für schlaue Leute, wetterten schon fette Beute. So, warte mal, ich muss kurz Inge platt machen. Inge Dinge. Nee, ja, Anspruch auf Inge. Es passieren gerade witzige Dinge. Mit Inge? In Inge, nein. In Inge? In Ostfrankreich. Guck mal kurz auf Ostfrankreich. Da oben, da wo es rot ist. Das ist Westfrankreich, Ostfrankreich, da oben, jetzt da reinscrollen. Da kämpft ein Bauernaufstand gegen diese Abenteurer. Also es heben sich gerade zwei Probleme auf, das finde ich relativ witzig. Okay. Ich finde das gut. Ja. Also das sind halt beides... Hatte ich nicht mal Ostfriesland erobert? Nein, du hast Seeland erobert, das hast du auch noch. Es ist nur so hellblau, dass es keiner sieht. Ach, witzig. Was, dass es das noch gibt? Ja, darum ist auch ganz wichtig, Zeug auszubauen, weil... Der französische Kaiser hat einen de jure Anspruch auf dein Land. Da würde ich gucken, dass du genug Truppen hast, dass man da... Ich habe ewig nichts ausgebaut, weil ich so arm bin. Kann. Das ist diese Umstellung, hat uns so viel Geld gekostet, ne? Weißt du, auf Ja. Feudalino. Nehmt mit Flotten aus. Nein, also ja, genau. Im Chat kommt auch wieder der Name Byzantina auf. Der kommt erst bei einer Tochter. Das ist eine Enkelin. Enkelin finde ich nicht ganz so wichtig. Ich mach kurz weiter, ne? Mhm. Ich fahr da jetzt mit dem Boot hin. Ich glaube, das geht schneller. Wir kapitulieren. Das ist doch schön. Danke. Muss kurz Pause machen. Ich dieses schöne Land bekommen habe. Armee entlassen. Und Titel vergeben. 3:4. Okay, ich kann währenddessen weitermachen. Muss nur wieder auf normale Geschwindigkeit gehen. Warte mal kurz, Fackel Franz. Wenn Fackel Franz nirgends zu sehen ist, das ist mein Sohn, den ich gerade ausbilde, der auch übrigens erben könnte bald, ne? Wenn denn mal die anderen Affen sterben würden. Kann man ihn immer im Hof finden, beim Spiel mit seinem Schwert und beim Schwertkampftraining mit älteren Männern. Werde aus Fackel Franz einen großen Ritter machen. Dann wird er tapfer, fleißig oder stolz. Ja, das ist ja die bessere Version. Die andere ist tapfer, also die andere ist feige oder stolz. Nein, nein, dies wird Fackel Franz zu einem großen Ritter machen. Yeah, Fackel Franz ist tapfer. Yeah. Guter Fackel Franz. Ich glaube, der ist aus der Plünderzeit. Kann sein. Nee, bleib mal, warte mal, was ist wohl am schlausten? Am besten ist immer, wenn man die Truppen erst an Land hat und sie dann... Irgendwo hingehen, also wo sie nicht durch so einen scheiß Kanal müssen oder sowas, ne? Ja, genau. Nie über Land angreifen. Also immer über Land. Ja, genau. Nicht von der Küste aus angreifen, genau. Das sind wirklich die Plünderer, die rasten da gerade irgendwie. Ey! Die stehen in Seeland! Oh, das können sie ja oben, weil es katholisch ist. Glaube ich. Also sie können da plündern, weil... Wenn du mal den Reiter wechselst auf die andere Ansicht. Eine Belagerung von Wehre. Ja, aber es ist auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist, glaube ich. Ja, kann ich nichts machen. Also, wir machen das jetzt leer. Okay. Ich kann die wegmachen, wenn du möchtest. Musst du. Aber es sind 1000 Leute. Ja. Also 700. Sonst lassen wir hier meinen Krieg weiterführen. Okay, ich gehe auch weiter. Immer noch das Problem, dass ich komplett Finnland verliere, wenn ich sterbe, ne? Hm. Achso, ich könnte den Johnny nochmal. Ich könnte probieren, den um. Ah, ne, ich kann ihn nicht umbringen, ne? Und du konntest nicht. Ach, nee, ja. Der ist zu beliebt. Ist der ganze Skandal. Novgorod. Oh, ich habe auch bald meinen Vasallen damit erreicht.
Nyland ist bekehrt. Oh nein, die verhungern hier! Ordinäre Olga Lustfranz Dotti ist volljährig. Sie wird ein gelehrter Theologe. Da muss man verheiratet werden. Ob. Oh. Den habe ich doch jetzt an meinen Hof geholt. Ich habe einen Sohn bekommen. Er ist schlau. Kurz Pause. Nein, kann ich irgendwo sehen, wie viele hier beherbergt werden können? Die Hunger. Ja, geh mal auf das Land. Also, wechsel mal die Ansicht im Land. Da unten genau auf diesen Links-Rechts-Schalter. Und dann hältst du den. 900 Leute können da stehen. Ah, wenn ich das rushe, ist auch Mist, ne? Weil das 500 sind. Hans der Handliche, Emil mit den Schaufelhänden. Emil mit den Schaufelhänden? Finde ich schön. Okay. Schaufelhände finde ich gut. Ja, ich würde Schaufelhand-Emil draus machen. Ist der gut? Der ist überdurchschnittlich, das reicht mir. Schaufelhand-Emil wurde geboren. Dankeschön. Weiter geht's. Weißt du, was ich momentan noch machen könnte? Nein. Ich könnte mein Hauptreich an den Bekloppten vererben. Dann wird mein Reich nicht geteilt, weißt du? Ja, das ist schlau. Dann nominiere ich hier auch den Verrückten. Ja. Franz von Franzinger. Alle macht den Verrückten! Oh Gott, dann bin ich der Verrückte. Das sind die besten Ereignisse. Was, warte mal. Nach Jahren der sorgfältigen Planung hat Olavi Kemalen am Hof von Häuptling Tapani von Austerboden einer Armee aus Vertriebenen, Söldnern und Abenteuern aufgestellt, um seine Absicht erklärt, seinen Anspruch mit Gewalt einzufordern. Gegen mich? Nö. Nicht gegen dich, glaube ich. Glück damit? Hier oben. Irgendwelche Johnnies, ja, die Dinge tun. Ja, wir kämpfen gegen Inge. Ja. Gerd, völlig richtig. Wir brauchen einen weiteren männlichen Namen in der Pipe. Oh Gott, ey. Für die Leute, die vielleicht später dazu geschaltet haben. Also momentan sieht es so aus, ich wäre dann ein verstümmelter, besessener, depressiver Typ. Der ist an sich übrigens gut, ne? Also der hatte nur das Problem, dass er... Dem ich die Kinder verweigert habe, ne? Ja. Aber ist ja Wahlgedöns. Da kann ich ja dann den nehmen, den ich haben wollte. Muss ich halt die Zeit überbrücken. Was verreckt ihr denn hier? Lass doch mal mit dem Verrecken. Kann ich ums Verrecken nicht leiden. Moment, sorry, ich muss die einmal aufteilen. Die Länder sind so arm, dass da nicht mal meine Truppen wohnen können. Nein, das ist der heidnische Schutz quasi. Also es geht nicht um die Länder, sondern es geht um die Religion. Und die geben mir einfach nichts zu essen. Ja. Verbrennen wir sie. Im Winter macht man Blut, ne? Um zu heizen, oder? Genau, um zu heizen, genau. Der Chat sagt, der Ton ist weg. Der Ton ist weg? Laut geknackt. Entschuldigung. Bist du irgendwo dran gekommen? Nee, eigentlich. Es wird gerade gespeichert. Ich hab Ton. Eigentlich müsste alles gut sein. Wie sieht's? Ton ist da. Okay. Ich mach das hier nur gerade mal fertig und dann kümmern wir uns um den Ton.
Emil, nimm die Pranke vom Mikro. Hört ihr uns denn noch reden? Okay, läuft wieder alles, oder? Ich glaube schon. Das hat sich eigentlich nichts... Hat sich nichts verändert. Aber bei Crusader Kings weiß man nie. Pranken-Paule ist auch ein schöner Name. Ja, ja. Pranken-Paule für eine Frau. Pranken-Paula? Ja, genau. Pranken-Paula und Pranken-Paule. Oh, für Zwillinge ist das auch gut. Ah, ich könnte mich gerade mal noch unbeliebt machen. Was gibt's denn am meisten bei den Wikingern eigentlich? Feudalbesteuerung, Stadtaufgebote, Stadtbesteuerung? Was will ich davon als erstes haben? Es kommt nur darauf an, was du in deinem Land so hast. Also, die meisten deiner Vasallen sind Feudalvasallen, das heißt, du würdest viel von denen bekommen. Andererseits mögen sie dich auch weniger. Ach, mittlerweile bin ich wieder beliebt. Am besten ist eigentlich immer die Stadtsachen zu erhöhen, weil aus Städten kommt immer das meiste an Geld. Hey, warte mal, ich muss kurz hier meine Truppen sorgen. Aber ich hätte auch eigentlich gern mehr Heer. Weißt du? Stadtbesteuerung meintest du erhöhen? Ja, also ich finde, mehr Heer erreicht man besser durch mehr Geld und dann seine eigenen Sachen auszubauen. Momentan verdiene ich plus 2. Ist auch echt nicht viel, ne? Was muss jetzt hier noch? Achso, ich habe Pause gemacht. Oh, das sieht doch mittlerweile schon ganz schön aus hier, ne? Oh. Die Ratten sollen mir nur auch alle mal gefälligst Truppen schicken. Das machen sie nämlich nicht. Ja, diejenigen, die dich nicht mögen, die schicken sie dir nicht. Ich mögen mich alle. Hm. Aber ich kriege halt nur 1100. Vielleicht gibt's da nur so wenig, ne? Das siehst du doch da. Du kriegst 1000 von 1000. Ja, dann sollen die das mal ausbauen, die Ratten. Hallo Lucky Luck 92. Yeah, wir haben jetzt hohe Stadtsteuern. Oh, jetzt kommt aber gut Cash rein. Das hat eine Menge gebracht. Wenn ich eben richtig geguckt habe, das weiß man bei mir ja nie. Okay, das kann ich übernehmen, das ist egal. Alles egal. Hier sind, die müssen sich jetzt erholen, ne? Die habe ich kaputt gemacht, oder? Bitte? Die müssten sich jetzt erholen. Ja, ist das. Achso, Mann. Ich könnte natürlich auch erstmal wieder Plünderfahrt gehen. Ich natürlich immer. Die habe ich viel zu lange nicht gemacht. Oh, Blut! Es ist. Oh. Vormärz und mindestens aber auch. Gleich ist nur. Gleich gibt's Blut! Gleich gibt's Blut! Ich habe 4 Gefangene. Das reicht doch, oder? Klar, das ist ein gutes Blut. Ja, okay. Kinder, es wird ein Blut geben. Freut euch. Freut euch des Lebens. Großmutter wird der Sense rasiert. Du hast 50 Mark, aber ist egal, das bringt 1000 Dinge, ne? Ja, deine Leute mögen dich. Du kriegst viel Prestige. Ey. Was kann ich... Prestige kann man gar nicht mehr so viel kaufen hier. Nix mehr. Zeiten, wo Prestige eine Währung war, ist vorbei. Ja. Ich
Klingelingeling, klingelingeling, ich bin der Blotzeitmann. Oh, die Gäste sind gekommen und die Zeit für das Blot ist gekommen. Alle versammeln sich außerhalb des Tempels und man beginnt mit den Tieropfern an die Götter. Während ihr Fleisch für das nachfolgende Lager vorbereitet wird, wird ihr Blut auf den Statuen von Odin, Thor, Freya und den anderen Göttern gespritzt und auch auf die Betenden selbst. Und jetzt die Menschenopfer. Der Henker bereitet das Seil vor. Ah, mehr Henkern? Können Sie jetzt. Oh, Moment. Da. Kilo wird aus dem Verlies geholt und zum Tempel eskortiert. Die sitzt schon seit 6 Jahren in meinem Gefängnis. Ist eine Finnin und 21 Jahre jung. Oh, die Arme. Eine Schlinge wird um ihren... Ach, die hängen alle an so einem Baum. Und dann werden sie, glaube ich, aufgeschnitten. Oh. Die Schlinge wird um ihren Hals gelegt und das Seil an einem stabilen Ast einer Eiche befestigt. Eine kleine gelbliche Pfütze bildet sich unter Kilos Füßen. Im Chat wünscht man sich bereits fröhliche Blotnacht. Allvater, wir beten dir dieses Opfer an. Zweite sehe ich gar nicht. Katsching! So, Fackelfranz. Oh, gemäßigt ist... Gut. Gut, ne? Gemäßigt ist gut. Mäßigkeit ist eine Tugend. 599 brauche ich. Na gut. Jetzt holen wir eine 33-jährige Finnin. Yamata wird aus dem Verlies zum Tempel eskortiert, sobald sie euch in der versammelten Menschenmenge erblickt. Oh, Moment, das sind zu viele. Moment. Schleudert sie euch Beleidigungen und Speichel entgegen und hört auf, nicht auf, als ihr die Schlinge um den Hals gelegt wird. Der Hass in ihren Augen ist unmissverständlich. Allvater, wir bieten dir dieses Opfer an. Katsching. Und dann haben wir noch Halsten. Der starrt nur emotionslos in die Ferne. Katsching. Was mache ich denn mit meinem ganzen Prestige und mit meiner ganzen Pietät? Kann ich doch nicht mit ins Grab nehmen. Kann man nicht so viel mitmachen. Also, das Prestige brauchst du fürs Kaiserreich. Ne, brauchst du ja 8000. Pietät ist gut, damit deine Priester dich mehr mögen. Und wenn du davon pro 100 oder so bekommst du plus 1 Ansehen bei all deinen Vasallen. Aber da ist der Maximalwert auch 20, glaube ich. Oh nein! Fackelfranz! Er kam aus dem Kerker. Rex besudelt mit einem blutigen Messer in der Hand. Es ist Zeit, Fackelfranz den richtigen Weg zu zeigen, aber kann nur gütig, geduldig und tapfer werden. Weil du gute Stats hast. Also das Ereignis als Kind ist ganz witzig. Und zwar, als Kind bist du im Kerker. Er ist jetzt gütig, ja. Findest ein Messer und gehst mit dem Messer zu deinem Typen und willst ihn fragen, warum dein Messer rumliegt. Und je nachdem macht er dich dann zu einem grausamen kleinen Ekelmann oder halt zu einem freundlichen. Oh, Tapani von Austerboten. Der hat keine Kinder. Was mache ich denn da? Und er ist gestresst und depressiv, der wird es nicht mehr lange machen. Wer ist denn sein Nachfolger? Sein Sohn. Oh, sein Sohn ist... Ich habe halt die Nachfolgewarnung. Ja, das liegt daran, dass sein zweiter Sohn ein Abenteurer ist. Wie kann ich das lösen? Du könntest ihn töten. Du könntest warten, dass er aus dem Reich geht, um ihn dann wieder reinzuholen. Gucken, ob ich ihn umbringen kann. Oh, 29% ist nicht so viel, ne? Doch. Oh, was ist jetzt passiert? Dann sind das mehr als 29%. Dann haben die alle Bock, ihn umzubringen. Oder kommt das dann erst später? Dann war der Wert eben vielleicht gar nicht richtig. Guck mal. Klang, klang, klang. Ja klar, also das erste ist nur die Startverschwörung. Ja, das hatte ich ja eben gefragt. Und dann meinst du, Achso. Nee, das geht nicht, das ist Mist. Aber so ist doch super. Achso, aber wenn ich ihn umbringe, warte mal, dann verschwindet es doch, dann trigger ich doch genau das. Ja, du solltest den Sohn umbringen. Ich werde nie wieder auf Emil hören. Den hier, Kalle Chamäleon? Ja. Der ist... Oh nein, also das Problem ist der zweite Sohn. Weil der gerade Anführer einer Streitmacht ist und keinen festen Titel hat, ist er... Eine Gefahr aktuell.
Also sobald der sich wieder irgendwo festsetzt oder mit dem Quatsch aufhört, ist wieder alles okay. Aber der Johnny erbt doch jetzt auch. Ja, aber er erbt gerade bei ihm und das Problem ist, er erbt halt auch bei Olavis, ne? Okay. Weil er auch bei Olavis erbt, ist das gerade das Problem. Aber der hat doch Kinder. Ja, aber er ist auch der Nachfolger von Olavis. Er gehört gerade zum Reich seines Bruders. Ach so, das meinst du. Okay. Ja. Und den kriege ich wahrscheinlich nicht tot, ne? Oh, warte mal, ich muss Pause machen. Liebe Menschen von YouTube, diese Folge ist zu Ende. Oh, wir haben Aufgebotsverstärkung, das ist gut. Wir sehen uns in der nächsten. Bis gleich, ne? Tschüss.